Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und heute geht's ran, dass wir für unseren Sportverein einen Basketballplatz bauen. Ja, und wie man sich sowas ganz einfach und schnell hinten basteln kann, um Basketball zu spielen, zeige ich dir. Fangen wir zuallererst einmal mit dem Grundriss an. Dafür nehmen wir einfach mal weißen Beton. Und wir ziehen uns jetzt erstmal eine Reihe von 41 Blöcken erstmal gerade lang. Du kannst es dir am besten auch gleich in den Boden einmal reinschlagen, weil, macht sich besser, wenn das Basketballfeld auch im Boden ist. So, 41 Blöcke erstmal gerade und zur Seite gehen wir insgesamt 25 Blöcke. Dadurch zeichnen wir erstmal hier unseren Kreis. Unser Rechteck. Wenn das Ganze soweit gezogen ist, geht's erstmal los, dass wir uns die Spielmarkierungen einmal machen. Wir fangen jetzt erstmal auf den Seiten vorne oder hinten, das ist völlig egal. Einfach mal an. Wir lassen an der Seite zwei Blockreihen Platz, dann setzen wir vier Blöcke hier hin. Davor dann gehen wir zweimal mit zwei Reihen so einzeln nach vorne, denn zwei einzelne, ein Zweier, dann kommt einmal ein, nehmen wir mal ein Fünfer, dann wieder zwei Einer so zur Seite, ein Zweier und dann kommt hier einmal der Vierer hin. Okay, so, das machen wir nochmal auf der anderen Seite, dann ist es auch drin bei uns. Also zwei Blöcke an der Seite freilassen, 1, 2, 3, 4 hin, den ersten Zweier zur Seite, zweiten Zweier, zwei Einer, Zweier so hingelegt und dann 1, 2, 3, 4, 5er, Zweier, zwei Einser, Zweier, Zweier und dann kommt hier der Vierer hin. Wir lassen jetzt einfach mal hier zur Seite 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke Platz. Ab den sechsten Block einen hinsetzen. Und dann setzen wir hier 1, 2, 3, 4, 5 hin. 3. Dann legen wir 3 hier wieder hin. 3 wieder runter. Und wieder den 5er hier einmal hin. So, unter dem hier machen wir einfach nochmal so ein Dreier schräg. Und ziehen hier nochmal einen Strich rein. Am Ende setzen wir hier hinten noch einen Punkt hin. So, wir fliegen mal zur anderen Seite. Hier wollen wir das auch nochmal machen. Also wir lassen jetzt hier einfach mal so 5 Blöcke Platz. Dann setzen wir 1, 2, 3, 4, 5 hin. 3, 3 hinlegen. 3 und einmal der 5er. So, dann werden wir hier nochmal einen Dreier hinsetzen. Machen hier einen Strich durch und setzen hier einen Punkt hin. Zu guter Letzt ziehen wir nochmal in der Mitte einen Strich hier einfach mal durch. Und jetzt sehe ich hier gerade, das ist nicht meine Mitte. Das müsste die Mitte sein. Aber am besten ist es immer, man zählt einmal kurz, was haben wir hier? Hier haben wir 7. Was haben wir hier? Auch 7. Jawohl, dann ist das hier meine Mitte. Dann sucht ihr nochmal von der Mittellinie noch einmal die Mitte. Da geht ihr am besten von euren Markierungen aus. Wir haben ja hier einen 5er. Könnt ihr hier perfekt einmal die Mitte aussuchen. Und dann werden wir uns hier einen Kreis zaubern. Und dieser Kreis hat einfach das Maß von 3x3. So, zack, also 3, 3, 3. Und in der Mitte ist halt der eine Strich. Damit habt ihr jetzt eure Feldmarkierungen fertig. Nun kommen wir an das Schöne, und zwar an das Bemalen. Ihr könnt natürlich jetzt jede Farbe nehmen, die ihr wollt, um euer Feld zu bemalen. Ich nehme jetzt einfach mal rosa Keramik. Und zwar für diesen inneren Spielbereich hier. Und für den Rest meines Spielfeldes nehme ich einfach türkisen Zement.
guter Letzt fehlt natürlich das Wichtigste, und zwar den Basketballkorb. Den müssen wir natürlich auch noch bauen. Der befindet sich jeweils hier hinten einmal in der Mitte von unserem Spielfeld. Sollte jetzt nicht so schwer sein, das zu erkennen. Wir richten uns einfach hier natürlich hier an den Punkt. Das ist die Mitte. So, insgesamt mache ich jetzt hier einfach mal, würde ich sagen, auf Spielfeldhöhe hier einfach mal 4 Blöcke hin. So, darauf platziere ich mir jetzt Mauern. Am besten so unterschiedliche Farbe, das passt ganz gut. So, und das wird jetzt, sag ich mal, hier vorne meinen Korb halten. Ich werde mir das Ganze noch hier mit Glas ein bisschen dekorieren. So, ein bisschen weiß in die Mitte, schwarz einmal ringsrum. Und dann mache ich nochmal eine weiße Reihe komplett außen nochmal lang. So, andere Seite geht es hier runter. Und ganz unten werden wir ein paar Falltüren uns hier platzieren. Schön schickele davor. Dann nehmen wir ein bisschen Spinnennetz, sage ich mal, für unser Körbchen an sich. Und ganz oben mache ich noch eine Falltür rauf. Am besten diese Makrovenfalltür, weil die sieht dann genauso aus wie so ein Basketballkorb. So einfach geht das. Auf der anderen Seite bauen wir es noch einmal, damit das auch verinnerlicht ist. Und so einfach kann man sich hier in Minecraft ein Basketballspielfeld bauen. Jetzt fehlt nur noch, dass uns Minecraft auch ein Basketball schenkt. Denn so ein Schneeball, der eignet sich einfach nicht dafür. Das war's dann wieder heute für die Folge. Wir haben nun einen Basketballplatz bei unserem Sportverein. Ist natürlich die Frage, was bauen wir hier für den Verein als nächstes? Kannst ja gerne mal Vorschläge schreiben. Aber ansonsten war's das wieder heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Glocke an, dann bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche noch einen schönen Tag, bleibt gesund, haut rein und ciao.